Auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Girard, Girard, lauf nicht weg. Ihr habt gehört, ihr habt ihn gehört. War hat gesagt, dass ich mich in einen Mutanten verwandeln würde. Warum ist das noch nicht geschehen? Gua! Ah! Gua! Ah, egal. Okay. Wo ist Gerard denn jetzt schon wieder hin? Junge! Hol Gerard Tori ein. Gerard! Ich bin's nur. Ich bin lieb. Manchmal. Hallo, Girard. Ihr habt das Ritual abgeschlossen. Jetzt sollte alles in Ordnung sein. Naja, außerdem, da der vorbeigekommen ist. Und dem da. Er sagt nicht, er rennt jetzt wieder irgendwo hin. Ich will nicht gefressen werden. Ja, dann bleib bei mir, du Napp, Alter. Männer können einfach nicht. Ich hab was glitzern sehen. Ach nee, ist Wasser. Können einfach nicht die Füße stillhalten. Einfach warten, dass man sie rettet. Junge, kommst du jetzt bitte her? Du Idiot. Bleibt weg. Ich weiß nicht, wann ich mich verwandeln werde. Ey, Junge, geh wem anders auf den Sack. Wir kommen hier niemals lebend raus. So, redest du jetzt bitte mit mir? Junge, Klappe. Es kommen noch mehr von ihnen. Das ist ja schön, aber könntest du trotzdem aufhören, rumzuheulen? Super. Keinen Augenblick zu früh. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich verdanke euch mein Leben. Sandra wird überglücklich sein, mich gesund und munter wiederzusehen. Was hast du denn für Drogen genommen? Aber die Mütze sieht genauso scheiße aus. Egal, wir nehmen sie trotzdem. Ziehen sie auch an. Die geringste Aussicht. In den wenigen Augenblicken, in denen ich nicht um mein Leben rannte, habe ich über Bruder Vance nachgedacht. Er ist eindeutig nicht, wer er zu sein vorgibt, und es ist höchste Zeit, dass wir aufhören, ihm aufs Wort zu glauben. Ihr solltet zu seiner Gebetsstätte gehen, dem Tempel des Tontik, und euch dort umsehen. Er behauptet, von dort zu kommen. Also könnten sich dort Hinweise befinden. Okay. Waffen der Gladiatoren. Im Auditorium liegen viele Waffen von vergangenen Gladiatorenveranstaltungen herum. Sie würden in den Händen der überlebenden Brivanna deutlich nützlicher sein als hier eingestaubt am Boden. Es wäre klug, in der Gegend nach Waffen zu suchen, die noch kampftauglich sind. Na klar. Das machen wir doch. Vor allem, wenn es so ein kleines Gebiet ist, kann man das sehr fix machen. Das ist ja wirklich quasi nichts hier.
Viele habe ich denn schon? Zwei. Hast du mal gesehen, wie wenig hier rumsteht? Oh, aber da habe ich gesehen, ist ein Artefakt. Ich hab es und der Typ nicht. Ha! Jetzt geht's ihm besser. Oh, da ist noch eins. Din, 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 din. Aber den gefräßigen war haben wir doch schon, oder? Scheiße. Das Artefakt kenne ich leider schon. Oh, aber da ist noch eins. Das haben wir noch nicht. Ja, das dachte ich mir, das haben wir schon. Das so. Das haben wir noch nicht. Okay, Gott sei Dank. Es würde mich ärgern, wenn wir jetzt nur noch welche finden, die wir schon haben. Ich bin ja, was sowas angeht, sehr schnell verärgert. Cool, das haben wir auch. Aber schon drei von der Sorte. Gut. Dann würde ich sagen, suchen wir noch ein paar Waffen. Oder gehen hier einmal auf der Seite noch im Kreis. Ich meine, was stört es mich, wenn ich hier nochmal im Kreis laufe und gucke, ob noch so ein Artefakt hier an der Wand liegt? Wenn da vorher schon auf der anderen Seite so viele waren, wäre es jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, aber es ist nicht da. Was ist das denn? Wie mache ich das? Hoch. Besiegt Zuschauer in der Arena. Da oben glitzert auch was. Ach, das ist das Spektiv da oben. Okay. Halten die gar nichts aus, oder was? Nee, die halten überhaupt nichts aus. Blutschamane. Wahrscheinlich machen die viel Damage. Die Blutschamanen. Okay. Was soll ich mir jetzt angucken? Aha. Mensch, das ist ja toll, ich mir das angeguckt habe. Zuckerwerfer. Na, die mögen wir nicht. Die den anderen den Spaß verderben, weil sie sie mit Zucker bewerfen. Waffen sind wirklich nur da drüben, okay? Wo rennt der denn jetzt hin? Ist das sein Ernst? Okay. Natürlich. Wer mag schon den einfachen Weg? Der nicht. Komm, auch Zuckerwerfer. Ach, Zackenwerfer. Ja, Zuckerwerfer gelesen. Oh Mann. Dann nehmen wir noch den Zackenwerfer mit. Ach nein, das ist ein Fleischer jetzt. Aber er zählt trotzdem. Der glitscht. Okay.
Ewiges Gemetzel. Die Kanos-Mutanten werden keine großen Schwierigkeiten mehr machen, nachdem ihr euch um sie gekümmert habt. Okay, aber wo soll ich jetzt die ganzen Waffen hernehmen? Muss jetzt immer auf Respawn warten, oder was? Oder aber immer, wenn man eins aufnimmt, erscheint woanders eins. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es scheint so ein bisschen so. Und mein Pad glitscht darum. Oh, und da ist ein Artefakt. Schon wieder der Gefräßige war. Mensch, ist der selten. Hasi. Kommst du da bitte aus der Ecke raus? Danke. Die Quest ist ja auch toll. Ich dachte eigentlich, die wäre irgendwie cool, weil man eigentlich auf so einem kurzen Gebiet ist. Aber die ist schon eher lästig. Vor allem, weil ich jetzt keine Waffen mehr finde. Jetzt dein Ernst? Noch fünf? Macht das Spaß? Ist ja... Wow. Spiel, Spaß, Spannung und Überraschung. Hab ich irgendwas übersehen? Ich glaube, ich habe nichts übersehen, aber es ist super toll. Und ich habe mich noch über diese Quest gefreut, ehrlich. Wie doof kann man sein? Nur noch zwei. Yay. Okay. Eins. Damit kann ich leben. Hoffe ich. Ich hoffe, ich habe den Mund nicht zu voll genommen. Jetzt kommen keine mehr. Da. Okay. Alles gut. Gott sei Dank. Jetzt ernsthaft? Da hinten soll ich hin? So, ich mach noch das da. Mach hier das Dingens fertig. Mach das da. Und dann ist Ende im Gelände. Dann habe ich ehrlich gesagt die Faxen ein bisschen dicke. Na, wenn ich Glück habe, kann ich noch einen auf den... Ich könnte auch den da. Vielleicht, also vielleicht kann ich Stofi nochmal schicken. Und wenn Stofi nicht funktioniert, kann ich Carmine schicken. Aber ich würde lieber Stofi für den Fall, dass Carmine dann nicht dahin kann. Also maximal noch eine Viertelstunde, sage ich euch. Also 20 Minuten. Weil ich muss ja erst noch 5 Minuten mit denen, ne? Alter, verarscht mich gerade?